Ja, hallo, ich bin Marc Oleak im bürgerlichen Leben. Im Netz und bei den Piraten kennt man mich aber eher als Grumpy oder Grumpy Old Man. Ich bin Mitglied des Landtags Nordrhein-Westfalen und zwar für die Piratenfraktion und bin obendrein auch Mitglied des Bau- und Liegenschaftsbetriebsuntersuchungsausschusses, kurz BLB NRW. Wir sind hier gerade in Düsseldorf, direkt am Rheinufer und wir stehen hier vor dem ehemaligen Mannesmann-Gebäude, was dann später Vodafone-Gebäude war und bald ein nordrhein-westfälisches Ministerium werden wird. Und im Zuge des Untersuchungsausschusses wird unter anderem ebenfalls alles untersucht, was diesen Gebäudekomplex betrifft. Denn roundabout 150 Millionen Euro wurden bis dato bezahlt vom Land Nordrhein-Westfalen. Und das ist eindeutig wohl alles nicht so richtig koscher gelaufen. Von daher gibt es einen Untersuchungsausschuss, über den ich aber nichts sagen darf, weil Untersuchungsausschüsse sind generell nicht öffentlich und unterliegen obendrein der Geheimhaltung. Einige Leute könnten das vielleicht schon kennen, zum Beispiel auch aus Berlin. Da haben wir den Vorsitz für den Untersuchungsausschuss rings um den Berliner Flughafen, kurz BER. Und im Prinzip mache ich genau das Gleiche hier für Nordrhein-Westfalen. Direkt links von diesem Gebäude befindet sich die ehemalige Villa Horion. In der Villa Horion, die ebenfalls dem Land Nordrhein-Westfalen gehört, sitzt der Petitionsausschuss bzw. das Referat des Petitionsausschusses Nordrhein-Westfalens. Und das ist der andere große Ausschuss, für den ich im Land Nordrhein-Westfalen tätig bin. Denn Petition, die Sache mit den Bürgern, das ist ja wirklich was, wo die Piraten auch von vornherein schon immer gesagt haben, das gilt es zu unterstützen und zu fördern. Genauso wie die anderen Sachen wie mehr Demokratie, direkte Demokratie, bessere Bedingungen für Bürgerentscheide, Bürgerbegehren, Bürgerinitiativen. Ja, als gebürtiger Düsseldorfer bin ich natürlich auch einen Großteil meines Lebens bis dato in der Düsseldorfer Altstadt gewesen. Ich will hier jetzt auch gar nicht großartig im Gebiet von Oliver Bayer bzw. Creon rumwildern, aber der Bereich der neuen Bebauungsmaßnahmen oder Umbauten, wie zum Beispiel hier im Hintergrund, wird eine neue Luxussiedlung gebaut, mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Und wer weiß, wie die Düsseldorfer Altstadt aufgebaut war früher. Viele, viele Kneipen, am Wochenende viel Lärm. Bin ich echt mal gespannt, wie das in ein paar Jahren aussehen wird, wenn hier dann Luxuswohnungen mitten in der Altstadt fertiggestellt sind. Direkt hier am Rande von der Düsseldorfer Altstadt stehen wir dann jetzt hier kurz neben der Deutschen Oper am Rhein, in diesem Fall in Düsseldorf. Auf der anderen Seite der Oper bzw. der Altstadt ist der Hofgarten, wo wir gleich auch noch mal kurz durchwandern werden, warum wir hier kurz angehalten haben. Ich war bis dato in meinem Leben einmal in der Düsseldorfer Oper. Und so schön klassische Kultur auch ist, ich muss sagen, so als Pirat, es wäre schön, wenn man Kulturgut auch dahin ausweitet. Alles befindet sich im Fluxus, im Wandel der Zeit. Computerspiele, Nerds haben eigene Kulturkreise entwickelt. Auch diese gilt es eigentlich mal auf bundes- und landespolitischer Ebene zu fördern. Und von daher finde ich es schade, wenn wirklich Millionengelder in andere Randgruppenprojekte wie zum Beispiel Opernhäuser oder Theater gesteckt werden, während heutzutage die Möglichkeiten der digitalen Kommunikation außer Acht gelassen werden. Wir befinden uns hier immer noch am Rand von der Düsseldorfer Altstadt und auch innenpolitisch aus Sicht der Piraten hat die Düsseldorfer Altstadt ja wirklich so einiges zu bieten, zum Beispiel für den Bereich der Videoüberwachung. Düsseldorf ist ja eine der wenigen Städten, wo wir sozusagen den glücklichen Zufall haben, dass der Polizeipräsident gesagt hat und nach wie vor auf dem Standpunkt steht, Videoüberwachung lohnt sich nur dann, wenn eine direkte Möglichkeit existiert, auch eingreifen zu können. Denn keine 2-3 Minuten zu dieser Seite befindet sich auch direkt die Altstadtwache hier in Düsseldorf. So, jetzt waren wir hier also mal ein bisschen quer durch die Düsseldorfer Innenstadt gelaufen. Und im Übrigen ist ja auch extra in den Herbst reingelegt worden die 725-Jahr-Feier der Stadt Düsseldorf, die Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Das Problem ist, ich habe gar keine Einladung bekommen. Aber das ist auch überhaupt nicht so schlimm, weil ich finde aus Piratensicht viel, viel wichtiger, 7.9. Berlin, Freiheit statt Angst. Da geht es um unsere Kernthemen, auch auf der Landesebene. Für alle Piraten überhaupt auf der Bundesebene, Demo raus auf die Straße für unsere Freiheit. Und von daher erstmal noch, ich danke euch.